Richtig was los im Raum der Landespressekonferenz im Wiesbadener Landtag. Die Parteien gaben sich dort heute praktisch die Klinke in die Hand, um ihre jeweilige Sicht der Dinge zu schildern. So sprach SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel etwa von Chaostagen und sogar von Mobbing innerhalb der hessischen Landesregierung. Schließlich hätten sowohl Dieter Posch als auch Dorothea Hensler ziemlich deutlich gemacht, dass sie weder überfordert noch amtsmüde seien und eigentlich gerne weitergemacht hätten. Damit sind Frau Hensler und Herr Posch, zu denen ich ausdrücklich ein kollegiales Verhältnis gepflegt habe, das wird mir, denke ich, auch mit den Nachfolgern gelingen, Bauernopfer einer verfehlten Strategie der FDP insgesamt, die Herr Hahn und Herr Rentsch als Partei- und Fraktionsvorsitzender zu verantworten haben. Auch Hessens Grünen-Chef Tarek Al-Wazir zeigte sich einigermaßen entsetzt über die Vorgänge bei der FDP und innerhalb der Regierungskoalition. Mit gutem Stil habe das alles jedenfalls nicht viel zu tun. Offensichtlich hat diese Regierung, die sich ja selber bürgerlich nennt, innerhalb ihrer eigenen Mannschaft keine bürgerlichen Umgangsformen. Man traut sich gegenseitig nicht, man vertraut sich nicht, man tritt sich gegenseitig in die Kniekehlen, man mobbt einander weg. Und das wirft alles kein gutes Bild auf die Situation dieser Landesregierung. Und das zeigt auch, dass die persönlichen Befindlichkeiten hier über die Sache gehen. Und die Sache mit der Verjüngungskur? Aus Sicht der Grünen einfach nur Quatsch. Es gibt unglaublich viel zu tun. Aber diese Regierung, Schwarz-Gelb, hat die Kraft dafür nicht mehr. Und da hilft jetzt auch nichts, wenn Florian Rentsch der Philipp Rösler von Wiesbaden werden soll. Und die Landesregierung? Die will von all den Vorwürfen nichts wissen und nennt die Kritik an den Vorgängen reines Oppositionsgeschwätz. Besonders den Vorwurf des Mobbings will man sich nicht gefallen lassen. Schon gar nicht von den hessischen Sozialdemokraten. Mobbingopfer. Also wissen Sie, das treibt mir schon so ein bisschen den Ärger in das Gesicht, wenn Herr Schäfer-Gümbel, der dann wirklich, ich mag es ja gar nicht mehr sagen, weil ein Teil von Ihnen sagt, ja, Herr Wagner, das wissen wir doch schon, ausgerechnet Schäfer-Gümbel, der vor vier Jahren vier Sozialdemokraten richtig gemobbt hat, bis hin zur Vernichtung deren politischer Existenz. Und Rücktritte, so der Fraktionschef weiter, seien genauso wie personelle Erneuerungen eben etwas völlig Normales. Kurzum, in Wiesbaden war heute der große Tag der Attacken und der Rechtfertigungen. Und morgen wird es im Landtag wohl schon wieder spannend, denn dann will sich endlich auch die FDP erklären.